So, Moinsen. So, herzlich willkommen hier bei Superstar Blast mit Six, so angezockt. Ja, so ein Raumschiff-Shooter halt. Und Platinum zu kriegen, haben wir gerade gesehen. Da konnte er gerade so ein paar Sachen aussuchen. Dafür brauchen wir Punkte. Das Schild muss man 6-mal verbessern. Der Schuss weiß ich nicht wie oft. Und dann war noch was links, was man auch noch verbessern kann. Muss man auch 6-mal verbessern. Und da kann man auch Schiffe noch kaufen, also Leben kaufen oder sowas. Naja. So. Hier sieht man, Steuerung ist nicht gerade so, ja, nicht gerade die beste. Auf jeden Fall, am besten guckt man da immer da, was heißt auf die Karte. Da sieht man ja, was die grünen Dinger. Manchmal bewegen sich auch auf einen zu. Also, naja, da sind nicht auch andere Flugraumschiffe. Und, hier so Asteroiden, Kometen, Meteoriten, ja, alles in allem. Die, ja, sobald man sie einmal beschießt, kommen dann meistens zwei oder drei Dinger noch raus. So, muss man natürlich alles direkt machen. Alles, wenn alles grüne beseitigt ist, ist erledigt. Und dann kriegt man halt Punkte. So, geht bis Level 50. Und für die, sonst für die Trophäen, wie gesagt, muss man die ganzen Upgrades alle machen. So viele Menge an Gegnern kaputt machen. Hier sieht man nochmal das Menü. Agilität, also schneller, ist links auf der Seite. Schiffe kann man noch kaufen. Brauchen wir aber am Anfang aber nicht. Das ist eine Geldverschwenderei. Auf jeden Fall muss man bis Level 50 kommen. Und schätze mal, selbst auch dann, wenn man nicht die anderen Sachen gekauft hat, kann man dann immer noch Sachen kaufen. Ja, die Schiffe, wo man gesehen hat unten, dass man die kaufen kann, tja, bei Amtsu wird mir auch getroffen, das ist mir halt kaputt. Kann man machen. Dann hat man halt zwei Versuche oder drei Versuche oder was, hat man dann halt ein Level, je nachdem wie viele Schiffe man hat. Deswegen habe ich mein Spiel schon gelöscht und nochmal von neu will ich anfangen. Am Anfang habe ich zu viele Schiffe irgendwas gekauft und darum experimentiert. Das lohnt sich erst später in den spätrigen Levels. Da, also bei den Schiffen, da bleibt das auch gleich, dass man immer 10.000 bezahlt. Alles andere, wo man kauft, Schild, Agilität und der Schuss, also die Power, das wird alles teurer halt, wie du heutzutage auch alles ist. Ja. Und Schiffe, da bleibt alles gleich, das immer nur 10.000 kostet. So, man könnte auch hier mit mehreren Leuten noch spielen. Wahrscheinlich wäre dann noch, ja, wahrscheinlich doch mindestens einfacher, aber alleine kann ich keine, so ein Spiel kann ich mit vier, kann ich nicht mit zwei, drei Controller gleichzeitig machen. Hat schon mal probiert so Sachen. Manche Spielen geht, aber hier beim Spiel wird das nicht gehen. Weil ich muss man auch die ganze Sache ausweichen. Na gut, ist ja klar, dass man ausweichen muss. Aber hier sieht man von der Steuerung, man ist quasi immer genau in der Mitte. Also, irgendwie, mir kommt das nicht vor, wenn ich nach vorne drücke, dass da quasi nach vorne kommen, sondern eher, dass die Gegner auf mich zukommen. So kommt mir bei dem Spiel davor. Ja. Und man wird ja natürlich auch von den Gegnern noch getroffen, ab und zu und so weiter. Kennt man ja. So, mittlerweile spiele ich halt nur noch so, ich warte einfach erstmal ab, bis grüne Sachen, bis die grünen Dinger da näher an mich drankommen. Und dann knall ich es halt ab. So, dann gibt es hier noch hier so, hier, Geschütztürme. Die verfolgen keinen. Also die schießen meistens nur in ihrer, ja, wie man gerade sieht, in ihre Richtungen. Rundum schießen sie einmal und so weiter. Naja, irgendwann hat man mal Glück und erwischt hier, so wie jetzt gerade, das nicht auf einen drauf schießen, sage ich mal. Dann klappert noch so halbwegs. Na, natürlich gibt es noch andere Geschütztürme, die haben, sage ich mal, wie eine Schrotflinte, das direkt vom Schüsse kommen. Die bleiben dann aber an der Stelle dann stehen, also die gucken dann schon nach einem. Ah, hier die Anfangsdinger, die machen erstmal gar nichts. Da kommt man locker erstmal bis Level 20. Das wäre wohl kein Problem. Dann hat man auch schon genug Geld. Dann würde ich, was würde ich dann holen? Ja, Schild auf jeden Fall. Schild ist auf jeden Fall wichtig, weil dann wird man nicht, verliert man so schnell kein Leben. Und ich mache das sowieso so, dass ich erstmal mein Geld spare, dass ich erstmal alle Sachen, andere Sachen erstmal alle kaufe. Und erst dann mehrere Schiffe oder was, jetzt hier, wie man sieht. Erstmal Schild kaufen oder sowas. Geht noch bis 6-mal, jetzt sieht man auch, kostet mehr. Bis 6-mal geht halt. Ich schätze mal, dann kann man auch so leichte Treffer, ein paar hinnehmen, bevor man kaputt geht. Deswegen wäre eigentlich am ratsamsten. Ich ahne, davon habe ich das nicht, aber ich schätze mal, das ist wohl so. Ja. Und, ja, das heißt abwechslungsreich. Ist quasi jeder, ist eigentlich immer dasselbe.
Bloß dass dann irgendwann hier andere Gegner kommen, die ja, keine Ahnung, wo die hingeschossen hat. Aber hier mit der Steuerung ist mit Graz ist schwerer als es aussieht, definitiv. Ja. Muss auch immer hier nachjustieren, wo man hinschießt. Da haben wir es gerade gesehen, wie dumm das manchmal ist. Egal, komm, für 1,50 € im Angebot, sonst 5 bis 10 Euro gebe ich doch wohl gerne dafür aus. Ja, ich werde das hier auch noch probieren, soweit es geht. Und ja, nicht, ja, kann ich auch nicht ändern. Ja. Ja. Aber die Levels, ja, ist immer derselbe Hintergrund. Ab und zu, ja, kommen dann natürlich neue Gegner. Die neue heiße Strategien erfordern, ja, ja, wahrscheinlich. Er ist irgendwann auswendig gelernt quasi auch. Obwohl die Gegner sich hier immer randommäßig bewegen. Kann mal sein, dass es zuerst, wenn man selbst mal kaputt geht, nochmal neu startet, dass es einmal von links kommt, als anstatt von rechts. Die Schütztürme, die bleiben auf jeden Fall immer gleich. In derselben Position. Bloß dann diese Schießen, ja, weiß ich nicht. Halt, der kam gar nicht zum Schuss. Naja. Wenn nicht, macht man hier ein grünes Ding nach dem anderen kaputt. Also. Am besten erst gar nicht in so eine Menge reinfliegen, wo mehrere Grüne sind. Also erstmal eins nach dem anderen, erstmal abmachen. So, wäre am ratsamsten. Naja, trotzdem noch gutes Spiel, trotzdem Daumen hoch. Warte mit euch schon Abend und sag ich einfach bis zum nächsten Mal, tschüssi. Und immer schön Trophäen sammeln, gell? Bis dann.